Bei dieser Joggingtour joggte ich von Oberwiesenthal aus auf den Kalberg, den höchsten Berg des Erzgebirges. Auf der anderen Bachseite ist bereits Tschechien. Da werde ich jetzt dann gleich rüberlaufen. Heute werden es wohl ein paar Höhenmeter mehr werden. Im Hintergrund der Fichtelberg, wo ich gestern hochjoggte. Hier bin ich schon in gut 1000 Meter Höhe. Zuerst will ich auf die Matschetscha hochjoggen, was ein Vorberg des Kalberges ist. Da ich wohl den richtigen Weg verpasst habe, muss ich jetzt hier durch den Wald zum Gipfel. Jetzt bin ich fast auf der Matschetscha oben, gerade ein Hochmoorumgang. Jetzt muss ich schauen, dass ich dann den eigentlichen Weg wieder finde. Jetzt habe ich den Weg Gott sei Dank gefunden. Ich weiß gar nicht, wo der weggegangen ist. Ich glaube, unten war meine Kreuzung. Echt blöd. Jetzt bin ich auf dem Matschetscha-Gipfel. Nicht spektakulär, alles Wald. Aber immerhin einer der höchsten Berge des ganzen Erzgebirges. Der Weg schon wieder verschwunden. Der Übergang hat mich jetzt gerade gerettet, sonst wäre ich da nicht drüber gekommen. Ja, habe ich wieder den Weg. Kein Weg mehr. Jetzt muss ich reines Richtungslaufen machen und schauen, dass ich Sumpfwiesen umgehe. Wieder einen Bach überwunden. Alles sehr sumpfig hier. Nicht zu empfehlen. Zu laufen ist zwar schön, aber nicht zu empfehlen. Jetzt habe ich sowas wie einen Weg wieder entdeckt. Jetzt sehe ich wenigstens mal wieder die Richtung, wo ich nachher in etwa hin muss. Aber jetzt muss ich, glaube ich, erst mal einen Linksbogen laufen. Welch ein Glück, der Weg ist wieder da. Da verbessert jemand die ganze gute Bergluft. Hinter den letzten Schneeresten erreiche ich schließlich die Gipfelregion des 1244 Meter hohen Kalberges. Der Gradweg führt mich jetzt vom Plinovec hinunter. Da hinten könnte schon der Auersberg sein, wo ich nachher vielleicht noch hochlaufe. Hier die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland. Dazu noch ein schöner alter Grenzstein. Bis zum Ausgangspunkt in Oberwiesenthal geht es nur meist bergab. Meter etwa, denke ich.